denn du versuchst hier gerade Leuten problematisches Verhalten anzuerziehen, würde ich lassen. Seht ihr, was da für eine Arroganz in ihrer Stimme ist? Und das ist auch das, was die Männer, glaube ich, auch so wütend macht und warum so viele Männer diese feministische Bewegung so hassen. Men hate women so much and it is so strange. Also, cat. Männer stehen unter Generalverdacht in 2023, in Zeiten von toxischer Männlichkeit und Feminismus. Ist jedermann ein Täter, ein Vergewaltiger? Wir Männer können nichts richtig machen. Wie du es als Mann machst, machst du es verkehrt. Die Frage ist, wozu führt das? Das führt dazu, dass viele Männer ihre Männlichkeit ablehnen wollen und dafür sorgen wollen, dass die quasi nicht zu den Bösen gehören. Das heißt, sie sagen, hey, wenn es da diese schlimmen Männer gibt, die so toxisch sind und die so problematisch sind, dann möchte ich nicht dazugehören. Und das sind dann diejenigen, die immer versuchen, nett zu sein und freundlich zu sein. Und das hört sich ja alles an der Oberfläche ganz gut an, dass man sagt, hey, ich bin ja ein netter Typ, bin ja ein netter Kerl und so weiter und so fort. Aber diese Ablehnung der Männlichkeit hört sich eben auch nur gut an. Viele Männer von euch wissen ja, wozu das führt, wie das endet. Nämlich, man wird von Frauen abgelehnt und von allen Menschen nicht respektiert. Most girls won't admit this, but for your sake, I will. I hate nice guys. Das führt dazu, dass alle einen missachten, dass keiner einen für voll nimmt und keiner Respekt vor einem hat. Man ist immer der liebe Typ, immer der beste Freund. Die Frauen sagen einem sowas wie, hey, ich weiß auch gar nicht, warum du noch keine Partnerin gefunden hast. Du bist doch so ein Lieber und so ein Toller. Also ich meine, ich habe jetzt natürlich kein Interesse an dir, aber ich habe gar keinen Plan, warum diese ganzen Frauen da draußen dich nicht alle sofort mit nach Hause nehmen, ausziehen und die Seele aus dem Leib ballern. Ja, dann sagen die einem sowas wie, hey, ich habe... Und by the way, ich will jetzt nicht den Frauen die Schuld geben. Also die Frauen sind nicht schuld daran. Häufig habe ich das Gefühl, dass die Frauen gar nicht wissen, was da passiert. Dann sagen die einem sowas wie, ja, und letztens, da habe ich den und den gedatet. Oh, der hat mich so schlecht behandelt und was auch immer. Aber irgendwie kann ich den trotzdem nicht vergessen. Irgendwie ist da was. Und dann denken wir Männer uns, wie wir uns eben selbst entmannt haben, quasi nur dafür, um nicht einer von diesen Problematischen zu sein. Dann müssen wir uns anhören, wie die Frauen mit diesen Männern schlafen und müssen da ein offenes Ohr haben und uns diese Geschichten anhören. Natürlich ist mein Argument jetzt nicht, dass wir alle Arschlöcher werden sollen. Es gibt ja auch einen Weg, wie man eben von dieser Männlichkeit Gebrauch machen kann, ohne ein Arschloch zu sein. Und genau das möchte ich in dieser Serie machen, die da heißt, was bedeutet es, ein Mann zu sein in 2023, in Zeiten von toxischer Männlichkeit und Feminismus. Weil ich weiß von all den Männern, mit denen wir gearbeitet haben, dass das bitter nötig ist. Und ich weiß das von mir selbst und Sebastian hat das Ganze auch erlebt. Das Problem ist allgegenwärtig und was fehlt, ist ein ganz klarer Weg. So musst du sein. Wenn du so bist, wirst du von Frauen akzeptiert, dann wirst du Respekt in der Gesellschaft bekommen, dann wirst du deine Ziele erreichen und dann wirst du dich stark und sicher und gefunden fühlen. Genau das wollen wir in dieser Serie herausfinden. Und in dieser Folge starten wir ganz am Anfang und schauen uns an, wo überhaupt dieser Gedanke herkommt. Warum denken wir jetzt in der westlichen Welt, dass der Mann der Täter ist, der Schlimme ist, der Vergewaltiger ist, der eben diese toxische Männlichkeit hat? Dafür schauen wir uns eins dieser vielen Videos an, die eben langsam aber sicher dazu führen, dass wir Männer diesen Stempel aufgedrückt bekommen haben. Das ist ein Video von einer der erfolgreichsten Feministinnen in Deutschland und da reagiert sie auf einen Dating-Coach, der Dating-Tipps gibt. Schauen wir uns das Ganze mal an. Hey! Nur mit Frauen immer nur so platonische Gespräche hast. Gerade im Club, das auch nicht auf der körperlichen Ebene läuft, da möchte ich dir heute 7 Moves mitgeben, die du einfach raushauen kannst im Club, um dann eben auch körperlich näher zu kommen. Das ist so ein Ding, was vielleicht für sie jetzt in dem Moment total strange wirkt. Also so nach dem Motto, warum bräuchte das jemand? Aber das ist ja ein Problem. Also das ist ein Problem für viele Männer und ich kenne das auch. Dieses so, hey, wie baue ich überhaupt Körperkontakt auf? Und klar kann man das direkt ins Negative ziehen. Man sieht ja direkt an ihrer Reaktion, dass sie da nicht so amüsiert ist. Aber ich finde, das ist ein legitimes Problem, was ich damals eben auch hatte. Ich kürze das mal ab, Fragen. Musst du nicht irgendwie so komische Dinge machen? Okay. Ich weiß nicht, wie romantisch das wäre, so. Hi, darf ich, sorry, vielleicht eine komische Frage, aber darf ich vielleicht Körperkontakt mit dir aufbauen? Das ist bestimmt gar nicht creepy, auf jeden Fall. Machen wie, ich kann dir reiben.
Okay, das war vielleicht eine falsche Wortwahl. Oder so, sondern du kannst auf eine geschickte Art und Weise den Körperkontakt zwischen euch beiden immer weiter steigern. Ich muss mal kurz was googeln. Also, was eine super Methode ist, ist zum Beispiel ganz am Anfang, wenn du sie ansprichst, es ist laut, die Umgebung, du gehst einmal her, ziehst sie so ein bisschen zu dir, kannst sie auch am Arm streicheln. Eine Sekunde. Dann sagt sie irgendwas, was dir gefällt. Kannst du sagen, hey, voll cool, komm her, umarmst sie, streiche dabei über den Rücken, das hat auch gleich noch viel mehr Kraft. Konsens. Substantiv, maskulin, der. Die wäre so Alltagskomik. 1. Übereinstimmung der Meinung. 2. Zustimmung, Einwilligung. Seinen Konsens zu etwas geben. Da stehen nicht noch 7 Tipps von dir? Dann kannst du in weiterer... Punkt 1. Ich glaube, diesen Sketch, den sie da gerade gemacht hat, in der Zeit, wo er erzählt hat, den hat sie nur gemacht, weil das, was er da gesagt hat, eigentlich gar nicht so schlimm war. Weil das, was er gesagt hat, ist, sprich eine Frau an, geh zu ihr hin und dann kannst du sie gegebenenfalls umarmen. Finde ich jetzt nicht so einen guten Tipp als Dating-Coach. Aber wenn es passiert, hey, wenn der Vibe stimmt, also was ist denn das Problem? Sie holt da direkt, dann kommt er direkt mit der Konsenskeule und macht das alles zunichte, was er da gerade gesagt hat. So nach dem Motto, ja, man muss ja fragen. Aber es ist doch überhaupt nicht realistisch. Ich finde, das zeigt halt schon wieder, wie sie gar nicht davon ausgeht, dass ein Mann das überhaupt gut machen kann. Dass er jetzt da hingehen kann, sich da ordentlich vorstellt, wie ein Mann das tun sollte, respektvoll, wie ein Gentleman. Dann eben den Körperkontakt aufzubauen. Für sie ist das schon direkt übergriffiges Verhalten. Ja, klar kann man das falsch machen, aber kann man nicht alles irgendwie falsch machen? Na gut, es gibt vielleicht, keine Ahnung, jetzt über Mord reden oder sowas, kann ich verstehen. Aber das, so sollte man sich doch kennenlernen. Also ich finde, das ist doch weniger weird, als auf einer Plattform zu swipen und sich so kennenzulernen. Also... ich weiß nicht. Das ist schon direkt mit dieser Haltung, dass man es gar nicht erst richtig machen kann. Deswegen muss man fragen. Fragen? Folge zum Beispiel sie einmal spinnen und direkt aus diesem Spin heraus kannst du dann noch ihre zweite Hand auch nehmen, dann hast du beide Hände in der Hand und hältst du starken Augenkontakt mit ihr und naja, dann kannst du ein bisschen herumblödeln, dann seid ihr schon nahe und du schaust dir so direkt in die Augen, ihr blödelt so ein bisschen herum und so, ist super stark. Nein. Also ich muss dir schon lassen, dass ich's, also das Video ist schon witzig. Er trifft auch absolut die falsche Wortwahl. Also ich finde, wie er das sagt, herumblödeln und sie dann so spinnen, das hört sich halt viel weirder an. Aber ich glaube, immer wenn man solche Schritt-für-Schritt-Anleitungen gibt als Coach, ist das immer irgendwie ein bisschen strange. Also deswegen mache ich das auch sehr ungern. Und da kann ich ihr auf jeden Fall recht geben. Ich will ihn da auch jetzt nicht irgendwie bashen. Er will ja auch nur Männern helfen, deswegen Props an ihn auf jeden Fall. Aber ist ein bisschen komisch ausgedrückt. Kannst zum Spaß auch, wenn ihr genug Platz habt, musst natürlich auch abschätzen, je nach Location. Hey, zack, und dann tanzt du ein bisschen Walzer mit dir. So, spaßhaft, nur kurz. Sind wir ja im Club. Ich habe ja im Sauerland gewohnt und da gab es das Willinger Brauhaus. Und da war das auch so. Da kamen dann so Typen zu dir mit 40er und die sagen so, hey, und du sagst nein. Und sie so, okay, und packen dich und tanzen dann lustigen Walzer mit dir. Und die Securities da waren auch ganz besonders nett und kannten diese Problematik. Und ich sage hier ganz bewusst Problematik, denn du versuchst hier gerade Leuten problematisches Verhalten anzuerziehen. Würde ich lassen. Dann kannst du es ja auch... Erstmal, das ist das, was ich meinte. Das ist genau das, was ich meinte. Er hat einfach nur darüber gesprochen, dass man Frauen im Club ansprechen kann und dass man da spielerisch Körperkontakt aufbauen kann. Ob man jetzt ein Fan von dem Spinnen da ist, was er da meint, oder dem Umarmen, ob das jetzt zu schnell oder zu langsam ist oder was auch immer. Da war nicht irgendwas drin von, dass das an Mit-40er gerichtet ist, die im Sauerland da irgendwelche Frauen antanzen und da irgendwie auf Nein verzichten. Er hat auch nicht gesagt, ja, wenn sie Nein sagt, dann musst du sie erst recht nochmal dreimal spinnen. Das hat er nicht gesagt, er hat nichts davon gesagt. Und das wird jetzt rein interpretiert. Ich kann auch verstehen, dass sie da jetzt ein gutes Stück Content draus machen kann oder machen möchte und dass sie dafür extra ein bisschen übertreibt. Okay, aber was sie nicht versteht, ist, dass sie ihm und allen Männern da direkt diesen Täterstempel aufdrückt. Nämlich direkt dieses so, das ist problematisches Verhalten. Wie soll denn ein Mann die Stärke entwickeln, wenn das hier ein junger Mann sieht mit 17 oder sowas, 18, 19, 20, der sich noch nicht ganz gefunden hat. Wie soll der irgendwann die Stärke entwickeln,
zu Frauen hinzugehen. Und wenn man Frauen kennenlernen möchte, dann muss man die ansprechen und dann muss man auch Körperkontakt aufbauen. Das mag jetzt vielleicht sich kontrovers anhören. Weird, dass das überhaupt eine Sache ist, die kontrovers ist. In 2023 ist es aber leider so. Das ist was vollkommen Normales. Und Männer und Frauen lernen sich schon seit Ewigkeiten so kennen. Und nur weil sie jetzt hingeht und sagt, dass das problematisch ist, heißt das nicht, dass das problematisch ist. Das Problem ist aber, dass eine so große Dominanz dieser Meinung gerade vorherrscht, dass die Männer sich absolut eingeengt fühlen und natürlich nicht zu Frauen hingehen können. Warum sollten die sich denn trauen, zu Frauen hinzugehen, wenn das automatisch problematisch ist? Und wenn Leute direkt das Negativste, was man da irgendwie nur reininterpretieren kann, direkt reininterpretieren. Sie ist null darauf eingegangen, was er wirklich gesagt hat und hat einfach eine ganz andere Story draus gemacht. Er hat einfach nur ein paar Tipps gegeben, ob man die mag oder nicht. So, ja klar, die kann vielleicht die Tipps hinterfragen. Aber das ganze Konzept direkt durch den Kakao zu ziehen und zu sagen, das ist absolut problematisches Verhalten, ich glaube, sie versteht nicht, was sie für einen Schaden damit anrichtet. Weil es ist nicht nur schlecht für die Männer, sondern es ist auch schlecht für die Frauen. Weil so durch diesen Content entstehen weniger gute Beziehungen. Weil Männer müssen die Stärke haben, um zu Frauen hinzugehen, um im Dating Erfolg zu haben. Und du kannst nicht einfach hingehen und die Männer davon abhalten, nur weil du da irgendeine bestimmte Meinung hast, die du nicht mal hinterfragst. Weil ich kann verstehen, dass man da respektlos sein kann und dass das auch übergriffig wirken kann. Oder nicht übergriffig wirken, sondern übergriffig sein kann. Da hast du recht, Tara, definitiv. Aber das Kind mit dem Bade auszuschütten, ist absolut falsch. Natürlich gibt es Negativbeispiele, aber direkt alle Männer unter Generalverdacht zu stellen, wie ist das fair? Wie ist das fair? Eine Sache fällt mir noch ein. Habt ihr das gesehen, mit welcher Arroganz sie hingeht und ihm sagt, wie er das Leben zu leben hat? Wir schauen uns das nochmal an, damit ihr wisst, was ich meine. Denn du versuchst hier gerade Leuten problematisches Verhalten anzuerziehen, würde ich lassen. Seht ihr, was da für eine Arroganz in ihrer Stimme ist? Das ist nicht ein gut gemeinter Ratschlag. Also sie möchte das so erscheinen lassen. Das ist nicht, hey, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Keine Ahnung, auf jeden Fall, was auch immer, Tim. Hey. Tim, das finde ich nicht okay, weil das kann übergriffig rüberkommen. Klar, so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, ist es das vielleicht nicht unbedingt. Aber das kann auch übergriffig sein. Bitte differenzieren deine Videos und sag den Leuten, dass sie nicht übergriffig sein sollen oder was auch immer. Das wäre ein fairer Ratschlag gewesen. Aber da sieht man diese Arroganz und das ist auch das, was die Männer, glaube ich, auch so wütend macht und warum so viele Männer diese feministische Bewegung so hassen. Hey, wir haben doch nichts gegen Frauen, aber das ist nicht fair. Sich da hinzustellen und das so rauszuhauen nach dem Motto, so würde ich lassen. Wie fucking arrogant muss man denn sein? Er ist nur ein Mensch und du bist auch nur ein Mensch. Du bist nicht besser, nur weil du irgendeine Meinung hast. Glaubst du wirklich, dass er zuhört, wenn du ihm das so sagst? Dann sich denkt, oh ja, stimmt, ich sollte das hinterfragen. Irgendein Teil davon könnte ja problematisch sein. Nein, der wird wütend. Mal so zur Seite führen. Hey du, komm mal mit und ziehst dich so ein bisschen zur Seite. Und ja, dann kannst du sie dort zum Beispiel auch schon küssen. Mein ultimativer Tipp für dich, frag nach. Hallo, ist es für dich okay, wenn ich dich in einem dunklen Gang, in einem Club ohne Licht und wahrscheinlich alkoholisiert jetzt küsse? Wo kommt der dunkle Gang her? Wo kommt das alles her? Dieses ganze Szenario ist ja nur ausgedacht. Merkt ihr, wie sie direkt das schlimmste Szenario daraus gemacht hat, was man daraus machen kann? Natürlich, in dem Szenario würde keiner empfehlen, direkt sie zu küssen. Aber davon war ja auch nicht die Rede. Das Szenario hast du jetzt hier reingebracht. Und warum? Weil es darf ja kein Szenario geben, wo ein Mann sowas machen darf. Das ist übergriffig. Das ist toxische Männlichkeit. Seht ihr es? Seht ihr es, wie toxisch er ist? Nichts an dem war irgendwie, keine Ahnung, unterdrück sie, dass sie nur in die Küche muss und keine Ahnung, sowas. Wenn da doch der Vibe ist, so, warum denn nicht? Im Club auf eine smoothe Art und Weise näher. Das ist absolut schrecklich. Kurze andere Frage, wo läufst du denn eigentlich hin, da im Schnee? Wo läufst du hin? Es ist kalt, geh nach Hause und mach die Kamera aus. Ja, das ist... sehr arrogant und sehr unfair. Okay, Leute.
Ihr seht, diese Videos sind der Grund, warum das langsam aber sicher ankommt. Da gibt es dann noch solche Projekte wie Männerwelten von Joko und Klaas. Das Projekt hätte Vergewaltiger, hätte Belästigerwelten heißen müssen. Weil nur weil man ein Mann ist, ist man nicht direkt jemand, der so etwas tut. Wenn ihr nicht wisst, wovon ich spreche, schaut euch gerne mal ein Video dazu an oder schaut euch gerne mal das Projekt an. Es ist erschreckend. Sie geht sogar so weit, dass sie jetzt allen Männern anerziehen möchte, dass sie nachfragen. Consent ist da das große Wort. Konsens. Ist es okay für dich, wenn ich dich küsse? Geht's dir gut? Richtig umarmen? Stellt euch mal vor, wie gut das funktionieren muss im Club. Denn Männer müssen fragen, weil alles andere, was sie sonst machen können, übergriffig ist. Und die Frage ist da natürlich, sollte man sich da in 2023 anpassen? Sollte man nach Consent fragen? Sollte man fragen, darf ich dich küssen? Ist es okay, wenn wir jetzt miteinander schlafen? Allein, wie sieht das an? Darf ein Mann denn dann überhaupt noch führen? Ist das überhaupt erlaubt? War ja früher komplett normal. Leider haben wir heute nicht mehr die Zeit dafür, deswegen schauen wir uns das nächste Mal an. Danke fürs Zuschauen.